Brasilien war ein gutes Stichwort, denn wie wir gehört haben, da wächst viel, was ein ganz großer Teil der Menschen nicht wollen, nämlich Gentechnik, Pflanzen auf großen Flächen. Und hier, was passiert hier? Wieder mal nix. Chemieunternehmen verkaufen weiter das patentierte Paket Pflanze plus passendes Chemie drauf, zum Beispiel Glyphosat. Und was passieren muss, dass es nicht mehr so ist und dass die Äcker Gentechnik frei bleiben, das weiß am besten die Annemarie Volling von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo, liebe Menschen aus nah und fern. In Brasilien sagt man, a luta continua. Der Kampf geht weiter. Jawohl. Schön, dass ihr alle hier seid und ihr mit uns euren Protest auf die Straße bringt. Vielen, vielen Dank. Die gentechnikfreie Bewegung, die hat einen langen Atem und das ist gut so. Uns ist es gelungen, dass Gentechnik in Europa keine Chance hat. Das ist ein Riesenerfolg und das ist auch euer Erfolg. Und wir haben es auch geschafft, trotz erheblichem Widerstand der Futtermittelindustrie und der Agrarkonzerne, dass Milch, Eier und Fleisch ohne Gentechnik verstärkt in den Regalen zu finden sind. Und das ist gut so, weil es den weltweiten Gentechnikanbau zurückdrängt. Großen Dank an die täglichen Widerständler mit ihrem Einkaufskorb. Und großen Dank an die Bäuerinnen und Bauern, die gerne gentechnikfrei erzeugen, egal ob konventionell oder bio, weil wir diese Risikotechnologie ablehnen. Seit einigen Jahren aber, da ploppen neue Gentechnikverfahren auf. Sie heißen CRISPR, ODM, Zinkfinger, Talen. CRISPR ist eigentlich das, was man am ehesten kennt. Das sind Genscheren, die greifen direkt ins Erbgut ein. Und das ist ein erheblicher, sehr massiver Eingriff, der sehr viel weitergehender ist als die alten Gentechnikverfahren. Bei Forschern und Konzernen ein Riesenhype. Sie versprechen uns, dass ihre Wunderwaffen mal wieder den Hunger in der Welt retten und klimaangepasste Pflanzen erzeugen sollen. Glaubt ihr das? Nein, denn Hunger ist ein Verteilungsproblem und klimaanpassungsfähige Pflanzen, die entwickelt man nicht im Labor, sondern draußen auf dem Acker und auf dem Feld. Monsanto, Syngentas und DuPont dieser Welt wollen uns weismachen, dass diese Produkte sicher sein sollen. Und es sei auch gar nicht nachweisbar, ob das nun durch die neuen Gentechnik komme, die Veränderungen. Und deshalb sollen sie am besten auch gar nicht gekennzeichnet werden. Aber mit uns nicht. Wir gehen ihnen nicht auf den Leim, denn Gentechnik ist Gentechnik. Sie manipuliert das Erbgut, es ist eine Risikotechnologie, weitgehend unerforscht und auch bei diesen neuen Gentechnikverfahren zeigen sich viele unerwünschte Effekte. Deshalb fordern wir, das Vorsorgeprinzip muss angewendet werden und neue Gentechnik muss als Gentechnik eingestuft und auch reguliert werden. Denn nur so kann die Wahlfreiheit auf dem Teller, auf dem Acker, im Futtertrog und auch in der Züchtung sichergestellt werden. Und nur so kann die gentechnikfreie Landwirtschaft und Lebensmittelerzeugung gesichert werden. Und wenn ihr das auch wollt, dann könnt ihr aktiv werden und macht mit bei der Aktion Foodprint. Also auch nicht bei der Band, die nachher gleich noch spielt, sondern bei der Aktion Foodprint. Und erhebt eure Stimme, eure Unterschrift und wenn ihr ganz mutig seid bei diesem Wetter, auch euren Fußabdruck gegen die neuen Gentechnikverfahren Foodprint. Das könnt ihr da drüben bei der ABL machen, das könnt ihr da hinten beim Suppentalk in der Heinrich-Böll-Stiftung machen oder im Internet. Egal was ihr macht, für uns Bäuerinnen und Bauern ist klar, bleibt uns auch mit der neuen Gentechnik vom Acker. Und mein letzter Punkt, das
ist diese geplante Mega-Fusion von Bayer und Monsanto. Wollt ihr das? Wenn wir es auf den Punkt bringen, dann heißt das ein riesengroßer Deal und nur noch drei Konzerne kontrollieren über 60% unseres Saatguts und über 70% der Pestizide. Und das hat nichts mehr mit Konzentration zu tun des Marktes. Das ist Marktmacht. Macht über Politik, über unser Essen, über unsere Landwirtschaft. Und wir halten dagegen. Die AWL. Die AWL als einzige landwirtschaftliche Organisation ist Drittpartei, um unsere bäuerlichen Bedenken gegen diese Megafusion einzubringen. Und wir werden keine Ruhe geben, weil so etwas Wertvolles wie Saatgut und unsere Lebensmittelgrundlagen nicht in die Hand der Konzerne gehört. Auch Patente auf Saatgut, die diese Marktmacht nochmal verstärken, das gehört abgeschafft. Denn Marktmacht unterhöhlt die Demokratie. Saatgut ist Allgemeingut und gehört in Bauern- und in Gärtnerinnenhand. Wir wollen konzernfreies, nachbaubares, vitales und anpassungsfähiges Saatgut und keine Patente auf Pflanzen und Tiere. Und das Gute ist, es gibt alternative Züchtungsprojekte, konventionelle und biologische, und die verdienen unseren Respekt, denn das ist unsere Zukunft. Demokratie statt Konzernmacht, keine Gentechnik, nirgends, Essen ist politisch, wir zählen auf euch.